Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein etwas ungewöhnlicheres Video für euch. Und zwar habe ich die Idee von der lieben Michelle abgeguckt. Ich werde euch auf jeden Fall ihren Kanal in der Infobox verlinken. Ich schaue ihre Videos super, super gerne und fand die Idee so cool, dass ich dachte, dass ich das auch gerne machen würde. Und zwar möchte ich heute ein bisschen mit euch in Interaktion treten und ein Subvoting machen. Ich habe mir hier meinen kleinen, aber feinen Sub auf kleine Zettelchen geschrieben und werde gleich nach und nach drei Bücher hier rausziehen. Und ihr könnt dann in den Kommentaren für eins der Bücher abstimmen. Und dieses Buch werde ich dann in einem ganz ausführlichen Lesevlog lesen und rezensieren. Ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lange und wir starten einfach direkt. Und ich habe gezogen Goldene Flammen von Liba Dugo. Das ist der erste Teil der Grisha-Trilogie und tatsächlich auch gar nicht mein Buch, sondern von meiner Schwester. Sie hat es auch schon gelesen und ganz schön viel markiert. Es scheint ihr ganz gut gefallen zu haben. Und da ich ja jetzt auch stolze Besitzerin von Das Lied der Krähen bin und diese Bücher unbedingt gerne lesen möchte, würde ich mich wirklich freuen, dieses Buch zu lesen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute nicht besonders begeistert sind von dieser Reihe. Aber wenn schon, denn schon, dachte ich mir, wenn ich schon eintauche in das Grishaverse, dann auch richtig. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das für mich ein bisschen besser an, die Bücher dann auch in chronologischer Reihenfolge zu lesen, wenn ich sie dann schon lese. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, wenigstens den ersten Teil zu lesen. Wenn der mir dann wirklich überhaupt nicht gefällt, lasse ich halt den Rest der Reihe weg. Aber ja, um so ein bisschen reinzukommen in die Welt und so, dachte ich mir, dass es eigentlich eine ganz schlaue Idee ist, diese Trilogie hier zuerst zu lesen, um halt, ja, alles zu verstehen und dann das Lied der Krähen vollständig genießen zu können. Und deswegen freue ich mich, dass ich das hier gezogen habe. Ich bin gespannt. Also meine Schwester fand das Buch auf jeden Fall ganz gut. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass es auch für mich keine grottenschlechte Erfahrung wird. Und ja, bin gespannt, ob ihr euch dafür entscheiden werdet am Ende. Machen wir weiter. Ich habe das Lied der Krähen gezogen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich erst die Reihe lesen will. Deswegen packen wir das mal eben weg. Okay, nochmal mischen. Ich habe hier Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Auch ein Buch, das schon super, super lange auf meinem Sub versauert. Ich hole es schnell. Hier ist das gute Stück. Ich weiß nicht. Ich habe zwar super, super tolle Sachen über das Buch gehört, aber irgendwie schrecken mich halt auch die ganzen Stimmen ab, die sagen, dass sie es langweilig fanden und absolut nicht viel passiert ist, weil ich ja jemand bin, der echt immer Action braucht und irgendwie unterhalten werden will beim Lesen. Deswegen habe ich mich da die ganze Zeit so ein bisschen vorgedrückt. Aber an sich will ich es natürlich echt gern lesen und mir eine eigene Meinung drüber machen. Und ich bin auch super gespannt, wie mir das dann gefällt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich es jetzt gezogen habe. Wenn ihr dafür abstimmt, bin ich ja sozusagen gezwungen, das Buch endlich zu lesen. Ja. Ich bin echt gespannt, wie viele Stimmen dieses Buch erhalten wird. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem dritten und damit auch schon letzten Buch. Und zwar habe ich hier Titanen von Victoria Scott. Das ist dieses wunderschöne Schätzchen hier. Das ist gerade ganz frisch bei mir eingezogen als Rezensionsexemplar vom CBT Verlag. Und auf dieses Buch freue ich mich unglaublich. Und zwar geht es hier um ein Pferderennen. Allerdings nicht mit normalen Pferden, sondern mit Pferden aus Stahl. Also sozusagen Roboterpferde, die halt aber irgendwie so einen eigenen Willen haben und total wild und schwer zu zähmen sind. Diese Pferderennen sind mit einem super, super hohen Preisgeld ausgelegt, sollte man gewinnen. Und wir begleiten dann hier unsere Protagonistin dabei, wie sie versucht, durch dieses Rennen eben ihre Familie vor dem Ruin zu bewahren. Und ich finde, das klingt so, so cool. Ich finde, es erinnert vom Inhalt ganz, ganz stark an dieses Buch hier, Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. Da geht es eigentlich um genau das Gleiche, nur dass die Pferde nicht aus Stahl sind, sondern aus Meereswasser und die so aus dem Meer aufsteigen. Und das Buch habe ich geliebt. Und im englischsprachigen Raum ist dieses Buch auch sehr beliebt. Also da habe ich nur gute Rezensionen gelesen. Und deswegen freue ich mich da mega doll drauf, weil es klingt so, so toll. Und wenn es dann auch noch gut ist, dann freue ich mich sehr. Also ja, da freue ich mich auch sehr, dass es gezogen wurde, weil ich sowieso vorhatte, das jetzt ganz bald zu lesen. So, das sind die drei Bücher, die ich jetzt hier rausgezogen habe. Noch einmal zur Wiederholung. Einmal haben wir Goldene Flammen, der erste Band der Grisha-Trilogie. Dann haben wir Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab.
Und zu guter Letzt Titanen von Victoria Scott. Und jetzt liegt es an euch, wie es weitergeht, welches Buch ich lesen werde. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich die Abstimmung laufen lassen werde. Wahrscheinlich nicht länger als eine Woche, weil ich das Buch natürlich auch so bald wie möglich dann lesen möchte, damit der Vlog dann auch schnellstmöglich online kommen kann. Ich werde euch aber auf jeden Fall auf Instagram Bescheid geben, wenn dann ein Buch feststeht. Dann wisst ihr schon mal Bescheid und sonst seht ihr ja spätestens dann auch den Vlog, wenn er online kommt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr die Idee genauso cool findet wie ich und fleißig unten in den Kommentaren abstimmt. Ihr müsst natürlich keins der Bücher gelesen haben, um dafür abzustimmen. Ihr könnt auch einfach das Buch anwählen, wo euch meine Meinung dazu am meisten interessiert. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.